Und wie sieht es im Rückblick aus? Homeoffice-Pflicht. Kontaktbeschränkungen und Vereinsamung. Lockdown und Kurzarbeit. Entlassungen oder gar Firmenschließungen. Pflegenotstand und prekäre Arbeit. Schulschließungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unbesetzte Lehrstellen. Transformation in der Arbeitswelt und Klimaschutz. Demografischer Wandel. Wahlkampf. Wir möchten es nicht versäumen, euch als Betriebs- und Personalräte für eure Unterstützung und für euer Engagement Danke zu sagen. Stellvertretend für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wir wünschen euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.